Vor kurzem sagte ein Private Equity Manager, Private Equity heißt privates Beteiligungskapital, also außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen beispielsweise. Und er sagte, der große Vorteil von Private Equity ist, dass es keine Aktienkurse gibt. Denn viele Anleger kaufen und verkaufen zu sehr ungünstigen Zeiten. Sie kaufen dann, wenn die Kurse relativ hoch sind, und verkaufen dann aus Angst und Panik, wenn die Kurse zwischenzeitlich wieder mal nach unten gehen. Und damit machen sich viele die Rendite kaputt oder erwirtschaften sogar Verluste. Und das ist eben nach seiner Meinung dieser große Vorteil von außerbörslichem Beteiligungskapital, dass es keine Aktienkurse gibt, dass die Menschen nicht so emotional handeln können, dass sie nicht sofort sehen, wenn ihr Depot wieder mal einbricht, also der Wert zurückgeht und dann aus Angst und Panik die falschen Entscheidungen treffen. Und da gebe ich ihm recht, denn auch ich habe schon oft die Erfahrungen gemacht auf Hauptversammlungen, bei Seminaren und Vorträgen, dass Menschen oft sehr emotional reagieren, vor allen Dingen dann, wenn sie noch keine großen Erfahrungen mit Aktien haben. Deshalb mein Tipp, verbinden Sie die Vorteile dieser beiden Welten. Aktien haben ja den Vorteil, dass Sie schon mit relativ wenig Geld Aktien kaufen können, praktisch zu jedem Zeitpunkt. Und Private Equity hat eben den Vorteil, dass es keine Aktienkurse gibt. Kaufen Sie Aktien und denken Sie sich ab dem Zeitpunkt des Kaufs, Sie hätten in Private Equity investiert. Und damit laufen Sie nicht mehr Gefahr, sich ständig verrückt machen zu lassen von diesen Aktienkursen. Informieren Sie sich weiter über das Unternehmen, aber verfolgen Sie nicht ständig diese Aktienkurse. Dann sind Sie schon mal auf einem positiven Weg. Natürlich könnten Sie sich auch direkt an Private Equity Unternehmen beteiligen, aber da geht es meistens um höhere Summen und da geht es meistens um längere Haltefristen und das wollen viele Anleger nicht. Also verbinden Sie die Vorteile dieser beiden Welten und Sie sind auf einer soliden, auf einem langfristig guten Weg. Das ist ja das Schizophrene, dass viele Menschen dann verkaufen, wenn die Aktienkurse nach unten gehen. Denn wie läuft es in der Regel ab? In der Regel sind ja die Anleger zunächst mal euphorisch nach dem Kauf. Sie haben endlich ihr Unternehmen gefunden, freuen sich und erwarten, dass ab jetzt diese Aktienkurse beständig steigen. Und wir wissen alle, zumindest bei langfristigem Investieren, dass das natürlich Utopie ist. Jedes Unternehmen erlebt Höhen und Tiefen. Ich kenne kein Unternehmen, bei dem es nur aufwärts ginge. Ich kenne aber auch kein Unternehmen, bei dem es nur abwärts geht, denn dann steht die Pleite kurz vor der Tür. Die meisten, die erleben eben Höhen und Tiefen und dann kommt es irgendwann nach dem Kauf mal wieder zu einem Schwächeanfall des Unternehmens. Der Aktienkurs geht zurück und dann werden viele nervös. Und dann ärgern sich viele und sagen, mein Gott, jetzt habe ich in das falsche Unternehmen investiert. Und dann lesen Sie oft von einem anderen Unternehmen, das gerade eine Hochphase erlebt, träumen von diesem Unternehmen und ärgern sich, dass Sie nicht in dieses Unternehmen investiert haben. Und das führt dann oft dazu, dass Sie Ihr Unternehmen zu niedrigen Kursen verkaufen und dieses vermeintlich tolle Unternehmen zu höher bewerteten Kursen kaufen. Denn wenn man positive Dinge liest, wenn es gerade gut läuft beim Unternehmen, dann hat es zwangsläufig zur Folge, dass die Kurse relativ hoch bewertet sind. Und dann freuen Sie sich wieder. Und dann kommt bei diesem anderen, neuen Unternehmen irgendwann ein Schwächeanfall und die Geschichte wiederholt sich. Im Endeffekt kaufen Sie immer relativ hoch und verkaufen relativ niedrig. Und damit kann man natürlich keine Rendite erzielen. Damit erwirtschaftet man entweder Verluste oder deckelt die Rendite auf niedrigem Niveau. Und ich glaube, vielen Menschen ist das gar nicht bewusst, vielen Anlegern, weil sich das ja nicht von Tag zu Tag abspielt, sondern oft ein relativ langer Zeitraum dazwischen liegt und deshalb vielen Menschen nicht bewusst ist, welcher Fehler wirklich dahinter steckt. Und das ist ja auch das Seltsame finde ich, bei Aktien werden viele nervös, wenn die Kurse nach unten geht, wenn man eigentlich günstig kaufen könnte. Bei Autos, und das hat mir auch ein Autohändler neulich erzählt, viele junge Menschen, die träumen von ihrem Traumauto.
und können sich es oft nicht leisten, weil sie eben das Geld noch nicht zur Verfügung haben. Nur bei Autos schwanken die Preise ja genauso. Und wenn dann wieder mal eine konjunkturell schwierigere Zeit kommt, wenn also die Autopreise zurückgehen, dann freuen sich diese jungen Menschen, wenn es endlich reicht, ihr Geld, um sich ihren Traum zu verwirklichen. Sie greifen zu und freuen sich darüber. Und bei Aktien ist genau das Gegenteil. Wenn da die Kurse des Traumunternehmens, des Unternehmens, von dem man begeistert ist, in das man schon lange investieren möchte, zurückgehen, dann bekommen viele Angst und Panik und verkaufen. Oder trauen sich zumindest nicht, das als günstige Gelegenheit zu sehen und zu kaufen. Und das ist schade. Mir hat immer geholfen, dass ich eben nicht so aus dem Bauchgefühl heraus Entscheidungen treffe, sondern Unternehmen bewerte, dass ich ganz handfeste Kriterien habe, wann ich kaufe und wann ich in welche Unternehmen investiere. Und das haben mir immer wieder auch Seminarteilnehmer bestätigt, dass sie froh sind, jetzt endlich feste Kriterien zu haben. Und das empfehle ich Ihnen eben auch. Überlegen Sie sich eine Strategie und bleiben Sie dabei. Natürlich sollten Sie überprüfen, ob diese Strategie auch wirklich erfolgreich ist. Aber wenn sie es ist, bleiben Sie dabei und treffen Sie möglichst wenig Entscheidungen, einfach so mal ad hoc aus Angst oder Gier. Denn das sind die Renditekiller, wenn es um Kapitalanlagen geht. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, denn so profitieren mehr Menschen von soliden Aktieninvestitionen. Und wenn Sie kein Video zukünftig verpassen wollen, dann macht es Sinn, meinen Kanal zu abonnieren.